ich werde Ihnen nachfolgend eine stehende Welle zeigen, die durch Reflexion einer einlaufenden Welle am festen Ende entsteht. Bei der Reflexion am festen Ende tritt ein Phasensprung von 180 Grad auf. Die hinlaufende Welle interferiert mit der reflektierten Welle. Es entstehen dabei die charakteristischen Schwingungsbäuche, das sind Bereiche, in denen die Auslenkung maximal schwankt, und Schwingungsknoten, in denen die Auslenkung stets null ist. Die Schwingungsknoten und Schwingungsbäuche sind stationär. Das ist der Grund dafür, dass man die resultierende Welle stehende Welle nennt.